Ja, der Fischkopf kann ja schon mal hier die Burg abbauen. Ja, das habe ich mir gedacht. Eigentlich sollten wir die Burg am besten stehen lassen. Wir wollten doch eh eine Burg bauen. Nein, wir wollten ein Baumhaus bauen. Nein, ein Tümpel. Baumhaus. Hier sind keine Bäume, auf die wir bauen können. Ja, ich bin ganz oben ruhig. Sogar noch eine Kiste mit 80 Pixeln. Naja, das ist nicht die Welt. Jetzt bist du also reich. Reicher als ihr wahrscheinlich. Ich habe 453 Pixel. Na, hat wer mehr? Wir brauchen etwas Timber. 219. Dann können wir ein Inventors Table aufbauen. Wie weit begradigen wir denn? Muss groß sein, oder? Müssen wir alles auch selber craften, damit wir mehr lernen, oder? Ich glaube, man sollte alles wenigstens einmal gecraftet haben, damit man die Rezepte dann irgendwie lernt. Schade, dass man das dann nicht wieder deconstructen kann. Also im Zweifelsfall hat man einfach mehr von einer Sache. Wieso habe ich 5 Campfires? Gute Frage. Was willst du denn mit 5 Stück? Ganz viel kochen, ne? Ja, bei Empyrean bist du ja der Koch, ne? Und dann darfst du auch hier. Ich delegiere, merkst du es? Dabei haben wir gesagt, das einmal herzustellen, weil es ja kein Quest mehr mit verbunden. Der Affe macht doch den Anführer, haben wir doch gesagt, oder nicht? So. Ah, wir sollten hier alles aus Erde machen. Okay. Aus Erde? Ja, und dann sollten wir Wasser reinlaufen lassen. Ganz viel Wasser. Am besten noch ein bisschen mit Blaualgen. Das könnte für euch giftig sein, aber ich mag's. Ja, du bist allein schon eine Blaualge. Ich finde das nicht sehr höflich, was Sie da sagen. Aber ich kann nichts dagegen sagen. Nee. Mir wurde von meinem Vater gelehrt, geduldig zu sein. Ah, okay. Geduld, was ist das? Ah, es wird gleich wieder hell, seht ihr, ist der Sonnenaufgang. Ah. Juhu, endlich Energie. Endlich Energie? Ach, du läufst mit Solar? Ja. Genauso wie die Pflanze? Ich bin sehr ökologisch. Sehr vernünftig. Das macht ich laufe mit Bananen. Viel sympathischer. Sehr gut. Schieb eine Banane in deinen Tank. Und der Fisch läuft mit Fisch. Fischöl, Tran. Keine Ahnung. Wir können schon doppelstöckig bauen. Juhu. Und warum könnt ihr das jetzt schon? We have the technology. Ja, für die Farm. Ja, ich brauche, glaube ich, unter anderem mehr Holz. Hat jemand Holz für mich? Oh ja, warte. Ich habe Morningwood, ja. Ja, doch, ein bisschen habe ich schon. Wie kann ich denn mit das Kuh machen? Ja, habe ich. Mit Kuh? Ja. Nee. Hat jemand auch vielleicht auch noch Matt für mich? Also Matsch, Dreck. Muss ich mit der Maus drüber und also muss ich es wieder ins Inventar legen, oder? Achtung, hier kommt gleich was du kannst es mit der Maus rausziehen und dann raus aus dem Inventar und dann Q drücken. Das Transportsystem funktioniert. Einfach oben runterschmeißen, fangt. Ich dachte, das ist das Wurfsystem. Scheißes Transportsystem. Also, können wir die Farm schon schön doppelstöckig bauen. Macht es eigentlich Sinn, dass ich hier gerade die Erdblöcke hinten raushaue, oder? Das macht Sinn, ja. Gut. Schaut einfach schöner aus. Jetzt also hat aber ne? keinen Einfluss hier, oder? Naja, du kannst natürlich auch querbeet bauen, ne? Aber das sieht halt nicht so schön aus. Ich meinte, ob die Blöcke im Hintergrund irgendwelche... Ach so. ...irgendeinen Sinn haben oder ob die rein kosmetischer Art naja, sind. Wenn die da sind, können sie ein bisschen Licht abhalten. Wenn sie weg sind, kann sogar Wasser dran ablaufen. Mhm. Also bis zu einer gewissen Höhe, beziehungsweise Tiefe. Aber ansonsten eigentlich auch nur Dekoration. Alles klar. Mhm. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, an das zweidimensionale Denken hier. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das kommt. Ja, klar. Es kommt und geht bei mir. Habt ihr eventuell noch Erze für mich? Nee. Erze? Also wenn, dann habe ich davon nichts mitbekommen. Ja, hier...
Erze. Oh, scheiße, ich glaube. Ja, doch, da habe ich ein bisschen was. Oh, das guck, da fällt Kupfer und Eisen runter. Ja, guck mal, wie schwer es hier regnet, ne? Ja. Da ist Deuterium in Klammern Schwerwasser ein Witz dagegen. Ich sehe schon, China ist wieder derjenige mit dem Plan. Crafting habe ich immer als Ameisen. Aber nicht vom Bauen. Ja, da bin ich auch nicht so gut. Bauen bin wieder ich wahrscheinlich, oder? Du bist unser Dekomeister. Naja, das Bauen, aussehen. Das Bauen hat das letzte Mal auch ein Äffchen übernommen, ne? Ich brauch's auf Bricks. Ja, wenn der Hintergrund abgebaut ist, dann baue ich hier auch was Schönes hin. Irgendwas zeichnet sich da ab. Ich hab dann auch diese schönen Steinchen hier, ne? Die dauern bloß ewig, bis sie jetzt halt weg sind. Warte mal, ich hab eine Idee. Hast du Sprengstoff? Ne, ich hab grad den Ding abgebaut und baue ihn jetzt wieder auf. Den Ding. Den Ding? Den Ofen. Ach so. Dass ich hier ein bisschen... Oh, jetzt hat ihn Jollum. Jollum gibt das zurück. Was hab ich? Die Pflanzen klauen alles. Ich sag's doch, da musst du aufpassen. Was hab ich? Den Tisch in der Mitte im Inventory. In der Mitte. Ah, Tisch. Ja, genau. Wo willst du den hin haben? Mir mal zuwerfen, bitte. Cool. Ja, danke. Ja. Ja, genau. So funktioniert das. Dann kriegen wir auch unsere... Also wir könnten es uns eigentlich gegenseitig zuwerfen, das Zeug. Dann kriegen wir unsere... Braucht es nicht jeder craften. Also die Crafting Workbenches und sowas, die braucht man, glaube ich, nicht. Also ich habe gerade dieses Blueprint-Ding da genommen und dann habe ich... hat mir die AI wieder was gesagt. Ich muss mir jetzt mal die Sachen alle angucken, was das überhaupt alles ist. So, jetzt brauchen wir Planfiber. Da habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, ich habe bei mir natürlich alles in Salben umgewandelt. Ich nicht. Ich nicht. Ich hätte auch noch welche. Ich habe auch alles in Salben umgewandelt. Ein paar mehr Salben sind nicht verkehrt, da habt ihr recht. Kann mir jemand eine Aufgabe bitte geben? Du kannst hier weiterziehen, also... Sammel Ressourcen. Guck nach oben und mach den Mund auf. So halt, hier, so. Jo. Es regnet. Der Fisch, er wird nass, er freut sich. Also zwei dick. Was? Was für Sachen sagst du da? Was für Schweinereien? Wer hat zwei? Was ist denn das? Das ist aber trockene Erde, oder? Was weiß ich? Und nicht diese Richtung, da kommt dann das Haus hin. Gut, ich gehe Ressourcen sammeln, glaube ich. Das hat ja keinen Wert hier. Oh, Belly hat uns Erdnüsse gebracht. Dankeschön. Erdlinge, hier gibt es Erdnüsse. So. Ich verstehe den Witz, ich bin gut. Ressourcen dann ja wahrscheinlich auch wieder in Höhlen, ne? Oder einfach irgendwie lang latschen und dann hoffen. Ja, manchmal gibt es auch welche an der Oberfläche. Da sind gerade ein paar Bäume in die Höhe geschossen, ja. Rechts von der Burg. Was für Ressourcen sind denn wichtig? Alle. Wie gesagt, ich bin... Hallo! Ich habe hier, wie gesagt, null Ahnung. Ja, also. Ich habe eine Flagge gesetzt. Also null Ahnung ist ein gutes Fundament, damit kann man schon mal anfangen. So, also falls wir hier teleportieren wollen, an der Flagge einmal E drücken und einen sinnvollen Namen vergeben. Dann habt ihr das in der Teleporterliste. Später. Wo ist denn die Flagge? Ganz unterm rechts. Haus. So, ich baue mal gerade ein paar Bäumchen wieder an. So, das jetzt nach links brav. Raus. Gell? Oh, hier ist sogar Wasser. Ich habe meine Wohnung gefunden. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Okay, wir sind eben losgeworden. Heute Abend esse ich Wurzelsuppe. Isst ruhig so viele Pflanzen, wie du willst. Die Wurzel ist abgehauen. Wieso kann ich noch keine... Ach, ich muss die erstmal abbauen. Dass ich so machen kann. Du meinst in den Hintergrund bauen, oder wie? Nein, Heavy Stone Brick. Ah. Dass ich sie craften kann. Ach so. Ach.
So, jetzt habe ich auch mal ein Seil gekraftet. Das ist irgendwas, was ich irgendwie in Starbound noch nie groß verwendet habe. Ich mag das Seil. Du stehst ja auch auf Bondage. So, jetzt ist es raus. Da ist ein Anker hochgeflogen. Ja. Whee. Was machst du denn da? Klettern. Du bist doch das Äffchen. Wer hat denn da oben die Bäume hingesetzt? Welcher Schlawiner? Das war ich. Ich weiß, du willst das jetzt wieder wegbauen. Jetzt habe ich für die Demonstration zwei Seile aufgebraucht, so ein Mist. Oh, ich kann was für unseren Fischkopf herstellen. Springbrunnen. Für den Koi-Karpfen. So, wo ist er denn? Auf dem Dach. Naja, also, wenn man das Dach nennen will. Auf den Zinnen der Ruine throne ich. So. Es hüpft, es springt, es ist ein Roboter. So, wo haben wir es denn? Nein, nein, nein. Da. Danke. Das war die Rache ganz eindeutig. Wie habt ihr denn das gemacht? Wir haben was gemacht. Oh, cool, danke. Ist aber nur ein Jagdbogen, mehr kann ich noch nicht. Ich hätte gerne eine Schrotflinte. Das dauert noch. Gib mir ein bisschen Zeit. Maschinenpistole? Hey, Franz. Franz. Ja, Affe? Hier unten. Gib mir mal die Heavy Stone Bricks runter. Au. Ich nehme mir den direkten Weg. So, gibst da waren sie bestimmt irgendwo dabei. Ach, du warst traurig. Ja, ich hab's ein bisschen spät gesehen. Ja, man wird ja dran erinnert. Ja, aber auch das habe ich nicht mitgekriegt. Das Piepen, halt. Geflissen überhört. China, ich muss mich aber entschuldigen, das war wirklich gemein von mir. Ach, ist schon in Ordnung. Hauptsache, du gehst mit der, mit der Gartenausrüstung los und machst was Vernünftiges. Ja, okay, das kann ich. Das kann ich. So, da sollte ich vielleicht auch mal gleich damit anfangen. Ne? Ja. Eine Gießkanne war leider noch nicht drin. Oh, da müssen wir auf den Regen warten. Soll ich den Garten dann nach links, cool, nach rechts? Wo machen wir den? Ich glaube eher nach links, nach rechts ist er relativ kurz. Da ist ja leider das Dingsbums, das Tor. Da können wir ja nicht bauen. Daumen nach links. Was hast du denn Cooles entdeckt, Jolum? Nee, ich habe eben einen Baum mit einem Baum gefällt. Ach so. Sehr gut. Oh, eine Lootbox, schnell bevor China hingeht. Wow. Wie, was? Lootbox? Ich will auch. 91 Pixel. Das war eine gefährliche Lootbox. Wieso? Die haben unterschiedliche Effekte. Man weiß vorher nie was. Ja, Pixel. Manchmal kriegst du Geld, manchmal verbrennst du halt einfach. Ja gut, ne? Das Risiko muss man dann eingehen. Dann habe ich ja Glück gehabt. Muss nicht. Man kann. Aber man macht's eh ständig. Na Franz, wie gefällt's dir hier? Der zukünftige Garten. Viel zu wenig Wasser. Nein, nur der Garten. Da oben ist doch Wasser. Ja, das ist meine Notfallwohnung. Da muss ich manchmal meine Flossen ein bisschen einweichen. Sonst kriege ich Flossenfäule und du weißt, das ist ganz schlimm. Ha, erledigt. So, okay. Ja, hier kann man gut eine Farm anlegen. Oh, das... Aua. Ihr legt ja keinen Wert darauf, dass das sehr ordentlich aussieht, oder? Das kommt noch. Das kommt noch. Das macht dann der Schiene, genau. Oh, Knozilla greift an. Gehst du weg! Oh, der kann ja sogar spucken, der... Was machst du schon wieder? Sterben. Ausgetrickst, böses Wesen. Also ich war eigentlich auf null Balken runter. Da wurde mir nichts Rotes mehr angezeigt. Hast du es einfach überlebt? Na klar. Hast du daran Zweifel? Oder ist noch Pflanze so ein... stirbt nicht durch Stürze. Es ging jetzt nicht um Stürze. Es ging um fiese, spuckende Dinger. Ah. Spucknäpfe. Und da unten läuft schon wieder so einer rum. Huch, und Franz Kaulquapp, da shakt irgendwie ein bisschen arg mit der Hand herum. Ja, die Schüssel mit den Erdnüssen ist jetzt bestimmt schon leer, oder?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Wieso haben wir keine Erdnüsse? Also, ich habe mich schon dran bedient, ne? Ha. Ich hab's nicht geschrieben, aber ich hab's gesagt. Wir haben Erdnüsse? Also neben mir steht keiner. Ja, ihr seid nicht beliebt genug. Keiner mag kaue Quappen. Ich bin Holzfällen. Das denkst du. Das habe ich gerade erst vor ein paar Tagen gesehen. In Asien gibt's irgendwie Froschleichgetränke. Also da ist wirklich Froschleich drin und dann Wasser und so. Mmh! Da kriegt man doch gleich Hunger, ne? Wie kann ein Glitch hungrig werden? Was brauchen wir denn so an Holz? So mengenmäßig? Sehr alles. Viel. Okay. Kann man ständig irgendwie gebrauchen. Ah, wie gut, dass es gerade regnet. Dann kann ich die Pflanzen vielleicht schon begossen haben, die ich gleich anlegen will. Irgendwie, das Server wollte gerade nicht so. Also irgendwie der behagte Boden, er verschwindet wieder ein bisschen. Ach, das passiert aber beim normalen Spiel auch. Da muss ich mir ja Arbeit machen. Ja. So, wir haben eine Kartoffel, dreimal Reis und einmal Mais. Ich glaube, ich das muss mal ein bisschen mehr. Okay, gut. Die Pflanzen habe ich auch fleißig eingesammelt. Wo sind denn hier die Türen? Hier. Das sind Seeds. Ah, danke schön. Noch mehr Seeds. Oh ja, warte, habe ich auch noch welche. Ganz, ganz wichtig hier. Cotton. Ah. Weizen. Und ich habe so eine Karotte gefunden. Wo bist du denn? Ich mag dieses Eisen mit der Blume. Das ist gut, das hilft. So, ja, hier. Cotton. Dann können wir uns Jeans basteln. Ja, Kleidung, da braucht man nämlich Wolle für. Ja, wobei, der Affe braucht vielleicht keine Kleidung. Der ist schon haarig genug. Mag, mag, mag. Ja, ich weiß. Nein, Eisen nicht. Wir brauchen mehr Eisen, eindeutig. Oh, da ist einer zu viel. So kann ich das da nicht hinsetzen. Wir können dir gerade schlecht helfen, Jolum. Um Blöcke zu setzen, muss dann wahrscheinlich wenigstens eine Rückwand quasi da sein, oder? Rückwand oder irgendwas anderes, wo du seitlich ransetzen kannst. Oh, lass mich doch in Ruhe, ja. Haha, der Weg war blockiert. Böses Kaulquappe. Ich bin lieb, ich hab's ja dir weggebaut, ne? So Ladies First und so. Erst hast du's hingebaut gehabt, vorher war das nämlich nicht da. Ja, das, aber auch nur, weil ich da hochspringen musste und die Höheneinheit verpeilt hab. Es wird Zeit, dass die Hilottel unter Wasser atmen können. Oder zumindest mehr Luftvorrat haben. Weil das geht ja nicht, dass Franz Kaulquapp hier im Wasser steht und dann läuft oben diese Leiste ab, ne? Doch, das geht, siehst du doch. Ja, natürlich geht das, aber es geht nicht gut. Vorzüglich. Also... Ach, weißt du was? Jetzt wird's nass. Blub. Oh, das Wasser verrinnt einfach im Boden. Schade. Oh, ich glaube, das Kupfer. Sehr schön. Jo, nee, das Eisen. Viel besser. Eisen. Dann baust du uns gleich die ersten Rüstungen. Ah, nee, muss ja jeder für sich selbst machen, weil die haben ja rassenspezifische Rüstungen. What? Also ja. In der Optik. Anziehen kannst du alles, wenn ich mir recht entsinne. Ja. Ja. Das, was dir dann am besten gefällt. Oder aber er will keine Ritterrüstung anhaben, ja, also. Nicht. Fisch in Ritterrüstung, da fühlt er sich wie eine Sardine in der Büchse. Also, aber es geht. Du bist ja auch Reiseproviant, Dosenfisch. Ja, ja, ich liege im eigenen Saft. Alles klar. Aber. Lass mich in Ruhe. Warum? Mist wie ja. Ich glaube, er redet mit dir, Äffchen. Ich dachte, er meint den Fisch. Nein, der Fisch ist lieb. Jeder mag den Fisch. Keiner mag den Fisch. Doch, alle mögen den Fisch, deswegen hat George Lucas den auch eingebaut in Episode 1. Nur im Teigmantel. Teigmantel? Und was ist mit Spinat und Mozzarella und so? Ah, Moment, ich schaufel mir mein eigenes Handelfännchen. Kann man hier auch sprinten? Den Dash nein. Kriegst du erst noch.
Gibt Upgrades, ja, aber so richtig sprinten nicht. Ich hätte gedacht, der Fisch hat die Ruine abgebaut. Was ist denn hier los?